Wenn das Kind bellt und keine Luft kriegt, hat das Kind einen Pseudokrupp-Anfall. Und alle Eltern, die das zum ersten Mal erleben und nicht wissen, was das ist, haben Todesangst um ihr Kind. Und dabei könnten sie dem Krupp-Kind so einfach helfen, nämlich zweimal cool. Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Zweimal cool. Da habe ich Sie bestimmt neugierig gemacht, was ich damit meine. Das erfahren Sie gleich in diesem Video. Ein Pseudokrupp-Anfall ist eine typische akute Notsituation bei Säuglingen und kleinen Kindern, die bis zum Schulalter vorkommen kann. Aber je jünger sie sind, umso schlimmer verläuft er. Der Auslöser ist meist ein normales Erkältungsvirus, das bei den meisten Kindern nur einen einfachen Schnupfen und Husten auslöst, aber bei 10-15% aller Kinder einen solchen Pseudokrupp- oder Kruppanfall. Dabei kommt es zu einer plötzlichen Schwellung im Bereich des tiefen Halses, des Kehlkopfes und der oberen Luftröhre, was zu diesem bellenden Krupphusten und der ziehenden Atmung führt. Und das typischerweise aus dem friedlichen Schlaf heraus, was die Eltern besonders erschreckt, weil das Kind war bis dahin völlig gesund. Und am häufigsten passiert das im ersten Schlaf, zwischen 23 und 1 Uhr. Er kommt aber auch mal in den frühen Morgenstunden gegen 4, 5 Uhr vor. Gehäuft in der Übergangszeit Herbst und Frühjahr, aber eigentlich kann er das ganze Jahr über auftreten. Ein Kind mit Geschwistern oder Eltern, die selbst Pseudokrupp hatten, hat ein höheres Risiko, auch einen solchen zu bekommen. Ebenso, wenn ein Kind schon mal einen Kruppanfall hatte, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit noch weitere bekommen. Insbesondere muss man in der Nacht nach einem Kruppanfall nochmals mit einem solchen rechnen. So, jetzt wissen Sie das Wichtigste vom Pseudokrupp, respektive dem Krupp-Syndrom. Und was soll das jetzt mit meinen zweimal cool? Zweimal cool müssen Sie sein bzw. handeln, damit Sie dem kleinen Krupp-Patienten rasch und effizient helfen können, ohne dass Sie einen Notarzt rufen müssen. Das erste cool meint, dass Sie bei einem Krupp-Anfall unbedingt cool bleiben sollen, damit das Kind spürt, dass Sie beide damit klarkommen werden. Es hat nämlich Atemnot und Angst zu ersticken. Wenn Sie nun selbst auch noch Angst haben, verstärken Sie alles, die Angst des Kindes und seine Atemnot. Das Wort Angst kommt vom lateinischen Wort angustus und heißt eng. Wir sagen ja auch, vor lauter Angst schnürt es mir die Kehle zu. Also bleiben Sie erstmal cool, bewahren Sie Ruhe, nehmen das Kind schnell hoch auf den Arm und dann kommt das zweite cool, was mindestens gleich wichtig ist. Sie gehen sofort mit Ihrem Krupp und dem Kind an die frische Luft, in die Kühle. Packen Sie einfach Ihr Kind in eine Decke, eine Mütze aufs Köpfchen und dann raus auf den Balkon, die Terrasse oder vor die Haustüre. Dort atmet das Kind automatisch die coole und feuchte Nachtluft ein. Und was passiert bei einer Schwellung, wenn sie gekühlt wird? Denken Sie an den dicken Knöchel nach einer Verstauchung und das Coolpack, das man drauf tut. Die Schwellung geht zurück und nach wenigen Minuten bekommt das Kind auch deutlich hörbar besser Luft. Wenn das Kind auch ein paar Schlucke eiskaltes Wasser trinken oder an einem Eis lutschen würde, die Größeren tun das manchmal, wäre das dann sogar noch ein drittes Cool. Zwar bleibt der Husten weiterhin bellend und vielleicht hören Sie auch noch diskret das Ziehen beim Einatmen, aber insgesamt geht es deutlich besser. Dann können Sie wieder zurück ins Schlafzimmer, behalten das Kind in Ihrer Nähe und das Fenster auf, wenigstens gekippt, dass die Luft weiterhin möglichst cool bleibt. Wenn es dann wieder einschläft, haben Sie gewonnen und brauchen nichts weiteres zu tun, als damit zu rechnen, dass sich das in den nächsten Stunden eventuell wiederholt. Kommt das Kind nicht ausreichend aus der Atemnot heraus und findet keine Ruhe, rufen Sie Ihren Kinder- und Hausarzt an, wenn er erreichbar ist, oder sonst den Bereitschaftsnotdienst.
Oft hilft dann ein Kortisonsaft oder ein Kortisonzäpfchen oder eine spezielle Inhalation, was alles stark abschwellend wirkt und damit die Situation deutlich bessern wird. Diese Medikamente könnten Sie alle in der Notdienstapotheke auf Anordnung des Arztes bekommen. Jedenfalls, wenn Sie meine zweimal cool Tipps anwenden, werden Sie eher selten den Notarzt rufen oder in die Klinik fahren müssen. Am nächsten Tag fällt vielleicht noch eine gewisse Heiserkeit und der komisch bellende Klang des Hustens auf. Ansonsten geht es dem Kind gut. Meist wird natürlich spätestens am nächsten Morgen der Kinderarzt aufgesucht, der beim Lunge abhören nichts Besonderes hören wird, da der Pseudogrupp, wie Sie jetzt ja wissen, kein Problem der Bronchien oder Lunge, sondern ein Problem des Halses ist. Er wird aber für den nächsten Gruppanfall die Notfallmedizin für zu Hause verschreiben. Die nehmen Sie natürlich dann auch mit in den Urlaub. Sie wissen ja jetzt, dass Sie jederzeit mit einem erneuten Gruppanfall rechnen müssen. Aber am wichtigsten ist, dass Sie den Pseudogrupp erkennen und beim Anfall zweimal cool bleiben und handeln.